herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Pressekonferenz in der Leipziger Eisarena nach dem Heimspiel der Exer Eisfeldes Leipzig gegen den Herrn IV mit einem Endstand von 3:7. Herzlichen Glückwunsch an unseren Gästecoach Danny Albrecht zum Sieg und herzlich willkommen auch Sven Gerlicke, unserem Coach. Als erstes wie immer die Zusammenfassung vom Spiel von dir, Danny. Schönen guten Abend zusammen, danke für die Glückwünsche. Als erstes, klar, ich bin zufrieden mit den 3 Punkten und vor allem mit meinem Powerplay-Tipp heute. Aber das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder. Ich glaube, das, was der Schiedsrichter am Anfang uns hat mal gehen lassen, beziehungsweise für uns nicht gepfiffen hat, hat er am Ende sinnlos gepfiffen und dadurch das Spiel, was heute ein sehr, sehr hochkarätiges Spiel für eine Oberliga war, sehr schnell, sehr intensiv, was meiner Meinung nach auf Augenhöhe war, am Ende so entschieden. Klar, wie ich gerade gesagt habe, bin ich sehr glücklich über die Punkte, aber das spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider. Danke. Jetzt eine kleine Frage hinter die Kulissen. Jetzt war es eine besondere Woche. Ihr habt den, euer Co-Trainer ist quasi der Bruder unseres Trainers. Wie ist so die Vorbereitung diese Woche gelaufen? Gab es da irgendwie andere Geschichten, die ihr da machen konntet, weil ihr ein bisschen Insiderwissen hatte, oder war das einfach durchgezogen gewesen? Ich kenne ja beide und beide gönnen sich nichts. Also von daher, ich glaube, Lars war die ganze Woche schon der Böse, wenn ich das mal so sagen darf. Er hat sich sehr gefreut auf das Bruderduell und ich glaube, der Sieg, den hätte er sich mehr gefreut, wenn er so ausgefallen wäre, wie ich es gerade wieder gespiegelt habe. Aber am Ende muss ich meinem Co-Trainer gratulieren. Ja, herzlichen Dank. Und jetzt natürlich auch von dir, Sven, bitte die Einschätzung zum Spiel. Hallo zusammen. Schwierig heute. Ich denke, wir haben, wie Dennis schon sagt, Glückwunsch natürlich zum Sieg. Wir haben ein sehr, sehr hochklassiges Spiel auf beiden Seiten gesehen. Haben zwei starke Mannschaften gesehen, die sich gar nichts geschenkt haben. Meiner Meinung nach mit leichten Übergewichten, mit Verlauf des Spiels, mit leichten Übergewichten auf unserer Seite, wo ich sehr, sehr stolz bin. Ich habe es meiner Mannschaft gesagt, ich bin unheimlich stolz darauf. Wie wir da gegen so eine Mannschaft gespielt haben. So von daher Respekt, Hut ab und über die letzten 10 Minuten im letzten Drittel sage ich nichts. Danke. Gut, dazu hätte ich dich jetzt gefragt, aber wenn du dazu nichts sagen möchtest, dann sag du doch mal, wie war das für dich diese Woche mit jetzt deinem Bruder hier in der Eisarena? Wie hast du dich vorbereitet? Ja, ist natürlich was Schönes und immer was Interessantes. Wir kennen das auch als Spieler. Wir haben auch gegeneinander gespielt. Mein Gott, im Endeffekt ist es so, wir kennen uns, wir wissen, ich habe letztes Jahr auch bei den Playoffs, wir hatten ja leider genug Zeit, uns andere Mannschaften anzuschauen, habe dann auch Herde spielen sehen und ich kenne auch den Danny gut und ich weiß, wie die ihre Mannschaft vorbereiten und von daher gibt es keine Geheimnisse. Ich glaube sowieso, dass in der heutigen Zeit mit den vielen Videos, die man überall sehen kann, die Geheimnisse nicht mehr so groß sind. Deswegen lohnt sich auch ein geheimes Training nicht. Und von daher, für uns war klar, wir ändern nicht unsere Taktik, weil die beiden genau wissen, was wir spielen. Und jetzt machen wir plötzlich alles ganz neu und ganz anders. Sondern wir wollten genau unser Eishockey spielen. Und ich glaube, wir haben das über 50 Minuten sehr, sehr gut und intensiv gemacht. Und wir haben gesagt, wir können mit jedem Gegner in dieser Liga mithalten. Und auch wenn das Ergebnis jetzt ein anderes ist, glaube ich, haben wir gezeigt, dass das nicht nur leere Worte sind. Und deswegen nochmal ganz deutlich, ich bin sehr, sehr stolz darauf, wie die Mannschaft auch an diesem Wochenende gespielt hat, auch wenn es in Hamburg mit 0-2 eindeutig nicht das war, was wir uns vorgenommen hatten. Aber auch da waren wir die überlegene Mannschaft. Und die Jungs arbeiten fleißig und hart und haben so ein Ende wie heute nicht verdient. Aber das werden wir uns halt in Zukunft wieder neu erarbeiten. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen seitens der anwesenden Presse, wenn sie irgendwo stehen? Martin schüttelt mit dem Kopf. Martin schüttelt den Kopf. Gut, dann gibt es keine Fragen. Dann bleibt uns, euch eine gute Heimfahrt zu wünschen. Viel Glück am Freitag gegen Hamburg. Und wir sehen uns hier wieder am nächsten Sonntag gegen die Hannover Scorpions. Bis dahin eine gute Trainingswoche an euch.
Ihnen auch eine schöne Woche und bis dahin schönen Abend. Vielen Dank.